Never say a goodbye right. Like, tell me, when do you say it and never come out right? It's like you're mute with your voice, but you feel it in your body and you have no choice. Get your mind right, shawty, get your mind right. Cause you gotta do the time to get your mind right. And it's all up in your mind, get your mind right. Cause we gotta let it go. I'm waving goodbye, I miss you though. Adios, adios. There's no next time, I won't see you for a while. Adios, adios. The last show and we're shutting it down. Adios, adios, no more credit. Hallo liebe YouTube-Freunde, wir haben heute mal was über die Fuji X-Pro1 gemacht. Das heißt also, es geht um diese schöne kleine Kamera. Die habe ich jetzt schon ein paar Monate, die habe ich mir tatsächlich geleistet vor einer ganzen Weile und muss sagen, die macht mir richtig Spaß, schönes kleines Teil, aber sie hat auch so ein paar kleine Problemchen mit sich, aber dazu gleich. Was daran so schön ist, man kann wunderbar, so wie ich es hier auch habe, Leica M-Objektive dran bauen. Hier mal ein schönes von Vogtländer mit M-Anschluss. Man kann auch Fuji eigene Objektive verwenden. Da nutze ich am liebsten das kleine, sehr günstige 35mm F2, weil das so schön leise und schnell ist. Aber was mich besonders an der Kamera fasziniert, ist das, was die meisten Leute stört, nämlich dieses Wegklapp-Display. Ja, man sieht das ganz gut, das muss man hier eigentlich auf- und zuklappen, damit man damit ganz gut arbeiten kann. Oder aber man benutzt ausschließlich den Sucher und so mache ich das. Das Klapp-Display lässt diese Kamera für mich so ein bisschen in die analoge Richtung gehen. Noch nicht ganz so schön wie die Leica M10D beispielsweise, wo man komplett ohne Display fotografiert. Das war im Grunde das Allerbeste bis jetzt. Hier ist es so eine kleine Hybridlösung. Man kann das eben wegklappen, man kann es aber eben auch aufklappen. Im Grunde ist die Kamera eben hauptsächlich geschlossen von hinten. Das ist ganz angenehm, weil man eben nicht ständig nochmal nachschaut, ob man irgendwas richtig gemacht hat oder falsch, sondern man kann einfach im fotografischen Prozess weiter bleiben und dann eben weiter fotografieren. Und wenn wir hier schon beim Klappdisplay sind, das schöne Gerät geht leider nur bis hier. Das ist zwar für den Retro-Stil dieser Kamera ganz praktisch, dass das so schön einrastet, aber für Stativbenutzung ist das unglaublich schlecht. Wenn man hier eine Stativplatte anbaut und versucht, es weiter als da zu drücken, dann kann man sein Klappdisplay schnell mal zerstören. Das nur mal so als Hinweis dieser, man sieht das schon richtig hier, wie das hier einrastet. Auch da könnte man schon dieses Display einfach abbrechen, wenn man nicht aufpasst. Da wäre ich also sehr vorsichtig. Am besten, man lässt das die ganze Zeit beim Fotografieren zu. Bisschen schade, dass Fuji diese Kamera so eingeschränkt hat. Schade, dass das Klappdisplay nicht einfach zur Seite ausklappt sozusagen. Und dann könnte man es dann auch drehen und wieder einklappen. Das haben ja andere auch schon gebaut. Und man könnte es ja auch direkt so verkaufen, dass die Kamera idealerweise zu ist, aber man muss sie nicht geschlossen verwenden. Aber gut, Fuji lässt einem hier keine Wahl. Das ist so ein bisschen wie mit einer Monochrom fotografieren, da macht man sich auch keine Gedanken, ob man Farbe jetzt mal zwischendurch fotografiert oder mit einem Eingangrad, also mit einem Single Speed fahren. Da kann man auch nicht überlegen, ob man jetzt mal schnell schalten möchte. Es geht halt einfach nicht. Und genauso ist das mit dieser Kamera auch. Die hat zwar ein Stativgewinde, aber im Grunde ist das nutzlos. Das kann man hier mit diesem Winkel, mit diesem Scharnier einfach nicht verwenden. Bisschen was zur Bildqualität vielleicht. Also der Sensor hier in dieser Fuji X-Pro3, der liefert richtig schöne Bilder ab. Die Fuji-Farben sind ja sehr berühmt und sehr gesucht sozusagen. Das benutzen viele Leute gern. Ich muss auch sagen, die JPEGs, die da rauskommen, die gefallen mir sehr. Insbesondere mag ich diese klassisch Schwarz-Filmsimulation und auch Eterna. Die ist schön nachzubearbeiten. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich arbeite meistens mit Rohdaten, also ist das eher so ein bisschen egal mit den Filmsimulationen. Was mich richtig stört in Sachen Bildqualität, in Sachen Filmsimulationen, ist im Grunde die Sache, dass man zwar in der Kamera nachbearbeiten kann, aber währenddessen nicht sieht, was die einzelnen Bearbeitungsschritte tun. Das heißt, es ist immer so ein bisschen wie Blindflug, man muss es irgendwann verstehen, okay,
Und jedes Mal erstmal auf Entwickeln drücken, bis man überhaupt das Ergebnis sieht. Das stört mich wirklich. Das kann Nikon besser. Da kann man einfach nachbearbeiten, sieht auf einem kleinen Vorschaubild schon richtig gut, wie es geworden ist. Was dann auch noch stört, ist, dass die blöde Fujifilm-App leider keine Rohdaten übertragen kann, sondern immer nur JPEGs. Das nervt wirklich. Alle anderen Kameras, die ich habe, können das auch. Also ich frage mich, warum eine Kamera mit Pro im Namen das nicht hinkriegt, dass man Rohdaten einfach mal aufs Handy ziehen kann. Das ist wirklich ärgerlich. Und dass sich auch die letzten eingestellten Entwicklungsparameter sich nicht, die Kamera sich nicht merkt, dass man die einfach aufs nächste Bild wieder anwenden kann, sondern man muss immer durch das komplette Menü nochmal durchtickern, um das gleiche JPEG nochmal aus dem nächsten Bild zu entwickeln. Das ist wirklich enorm umständlich. Das, wie gesagt, macht Nikon einfach besser. Die Fuji X-Pro 3 also. Was kann man insgesamt dazu sagen? Es ist eine wunderschöne kleine Reisebegleiterin. Ne? Ähnlich wie eine Leica M, die kann man also wirklich wunderbar mitnehmen. Ist nicht so schwer, aber auch fühlt sich trotzdem nicht billig an. Man kann schön hier kleine M-Objektive draufbauen oder die Original-Fuji-Objektive. Die kleinere Variante würde ich dann immer nehmen. Das ist eine Kamera, die passt nicht in die Hosen- oder Jackentasche, also kommt drauf an, welche Hosen ihr so tragt, aber in eine kleine Fototasche passt sie wunderbar rein und man kann sie wirklich ganz gut mitnehmen. Der Griff ist gut ausgeformt, macht insgesamt viel Spaß, also wirklich eine perfekte Begleitung fürs alltägliche Fotografieren, für die Reise, für jeden Spaziergang. Man kann schöne Fotos von schönen Menschen damit machen, die Farben sind toll, also insgesamt wirklich eine ganz tolle Kamera. Für einen Profi-Einsatz weiß ich nicht, ob sie da das Beste wäre, obwohl sie Pro im Namen hat. Dafür wäre sie mir in der Verarbeitungsgeschwindigkeit insgesamt ein bisschen zu langsam, muss ich ehrlich sagen. Aber für die wirklich persönliche Kunst- und Spaßfotografie ist sie nahezu perfekt, würde ich sagen. So eine Kamera mit dem Kleinbildformat, das wäre persönlich mein absoluter Favorit. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Macht's Beste aus dem Wetter. Ansonsten wird es hier gerade ein bisschen windig, deswegen tschüss.